schon fast gerade schon so ein bisschen angesprochen. Zu Commander Riker passt natürlich auch, könnte ich mir gut live visuelle Sachen vorstellen, sodass man in so einen Film reingesogen wird. Und da, und den Ton hatten wir ja schon angesprochen, dass das so ein total wichtiger Faktor ist bei den Jungs, weil wenn es, ich glaube, wenn man einfach nicht so viel raushört, was die Jungs spielen, dann wird das halt schwierig, dann wird das so Kakophonie. Kam mir gerade Udo in Sinn mit Spieltechnik, weil ich finde, er macht das total gut. Er hat eine total gute Spieltechnik und auch einen hohen Anspruch, man merkt das schon, irgendwie auch an sich selber. Und man hat es ja auch beim Kopfhörer, oder ich habe es beim Kopfhörer-Soundtrack gemerkt, dass er auch sehr anspruchsvoll ist, in dem, dass er sich halt, dass er sich auch wirklich in allen Sachen gut hören kann und nicht einfach so drauf losspielen kann. Und Kunst, ja, das ist, Musik ist eine Kunst und das Spielen ist auch eine Kunst.